Seit Mitte Juni herrscht schönes Wetter. In Europa beginnt ein wunderbarer Sommer, der Sommer des Jahres 1914. Strandleben in Nizza, Kurkonzert im mondänen Sopot an der Ostsee. Niemand ahnt, dass es der letzte Sommer vor der großen Katastrophe sein wird. In Berlin unter den Linden flirten die Gardeleutnants wie eh und je mit den höheren Töchtern. Es ist so schön, Soldat zu sein. Im Café Kranzler liest man vielleicht eine Notiz. Erzherzog Franz Ferdinand zu Manövern in Sarajevo. Nun gut, was soll's. Das Hochdruckgebiet erreicht auch Russland. Der Winter ist vorbei. Das Leben in den Dörfern wird leichter. Die schöne Zeit beginnt. Nikolaus II., der Zar von Russland, mit seiner deutschen Frau Alice in St. Petersburg. Die europäischen Monarchen gehen in die Sommerfrische. Franz Josef, der alte Kaiser der Donaumonarchie, begibt sich nach Bad Ischl in seine Sommervilla, wie jedes Jahr. 28. Juni 1914. Die Kieler Woche. Das große Fest all derer, die Schiffe lieben. Fröhliche Flaggen, bunte Segel, stolze Kriegsschiffe. Das lässt sich auch Kaiser Wilhelm II. Nicht entgehen. Ein Flottennarr. Dann am späten Nachmittag Sondermeldungen, Extrablätter. In Sarajevo ist ein Attentat verübt worden. Franz Ferdinand, der Thronfolger Österreich-Ungarns, und seine Frau Sophie sind tot. Nach dem Abschluss der Armeemanöver war der Erzherzog in Sarajevo unterwegs ins Rathaus. Sieben serbische Attentäter warteten in der Menge. Die erste Bombe prallte vom Auto ab. Es gab Verhaftungen. Dann kehrte Ruhe ein. Der Empfang im Rathaus verlief wie geplant. Ansprachen, nickende Würdenträger, draußen die wartende Menge. Österreicher, Bosnier, Serben, sonst verfeindet, jetzt aber für einen Moment vereint als Schaulustige. Dann die Weiterfahrt. Der Chauffeur verfährt sich, bleibt stehen. Ein Mann springt vor, dann fallen zwei Schüsse. Die Extrablätter mit fantasievollen Zeichnungen werden den Händlern aus den Händen gerissen. So oder so ähnlich muss es gewesen sein. Der Attentäter, Gavrilo Princip, ein serbischer Nationalist. Als das Foto gemacht wird, hat man ihn schon misshandelt. Am nächsten Tag ist auch ein Kameramann zur Stelle. Die Straßen sind voller Waren, die man in der Nacht aus den serbischen Geschäften gerissen hat. Die Rache des deutsch-österreichischen Mobs an der serbischen Bevölkerung. Es gärt. Die Provinz Bosnien-Herzegowina, vor 6 Jahren, 1908, von Österreich-Ungarn annektiert, wird auch von Serbien beansprucht. Trauerzug für Franz Ferdinand und Sophie, sein geliebtes Sofferl. Die Särge werden nach Wien gebracht. Das Attentat von Sarajevo ist die bittere Folge der habsburgischen Balkanpolitik. Wien, Ende Juni 1914. Franz Josef trifft seine engsten Berater, darunter Außenminister Berchtold. Sie drängen auf Krieg. Einen kurzen, harten Schlag, wie sie meinen, gegen das Königreich Serbien. Graf Alek Hoyos soll in Berlin über diplomatische Rückendeckung verhandeln und ein kaiserliches Handschreiben überbringen. Die Doppelmonarchie ist gegen das Vordringen der panslawistischen Hochflut nur dann zu sichern, wenn Serbien als politischer Machtfaktor am Balkan ausgeschaltet wird.
Das gegen meinen armen Neffen verübte Attentat ist die direkte Folge der von den russischen und serbischen Panslawisten betriebenen Agitation. Budapest, Anfang Juli 1914. Der Ministerpräsident der ungarischen Reichshälfte, Graf Tisza, warnt den alten Kaiser, seinen allergnädigsten Herrn, vor den Folgen eines Krieges gegen das Königreich Serbien. Er könnte die Intervention Russlands und damit einen Weltkrieg heraufbeschwören. Graf Tisza hat recht. Bei einem Krieg Österreich-Ungarns gegen Serbien würde ein System von Bündnisverpflichtungen in Kraft treten, in das alle europäischen Großmächte verwickelt sind. Die habsburgische Monarchie hat das mächtige Deutsche Reich zum Verbündeten. Serbien andererseits kann auf den militärischen Beistand Russlands zählen. Das Zarenreich wiederum ist mit Frankreich verbündet und Frankreich mit England. Berlin, 5. Juli 1914, eine Woche nach dem Attentat. Graf Hoyos, der Gesandte aus Wien, ist zu Gesprächen beim Kaiser. Aber das wird nicht gefilmt. Wilhelm II. Lässt sich lieber im Kreise seiner Militärs aufnehmen. Dem Grafen Hoyos hat er für einen möglichen Krieg mit Belgrad die bedingungslose Unterstützung zugesagt. Ein Blankoscheck. Der Sommer ist noch schöner geworden. Die Menschen in Berlin sind unbesorgt, sind noch immer ahnungslos. In Belgrad ist das schon anders. Hier haben die Menschen Angst. Am 23. Juli stellt Wien ein Ultimatum, das, wenn es nicht erfüllt wird, zum Krieg führt. Das Ultimatum ist nur ein Vorwand. St. Petersburg, 24. Juli 1914. Das russische Volk demonstriert Solidarität mit den slawischen Brüdern im Königreich Serbien. Um seinen Einfluss auf den Balkan besorgt, ordnet der Zar eine teilweise Mobilmachung an der österreichischen Grenze an. Wien hat, was es wollte, einen Vorwand gegen Serbien und gegen die panslawistische Bewegung Krieg zu führen, mit einer geradezu kriegslüsternen Leichtfertigkeit. Die erste Schlacht des europäischen Krieges beginnt. Noch ist nicht der Weltkrieg entbrannt, noch könnte man ihn verhindern. Doch Berlin und Wien scheinen entschlossen, ihre Probleme mit Gewalt zu lösen. Es ist dieselbe Gewalt, die Europa mit so viel Erfolg seit langem in der ganzen Welt angewandt hat. Indien, 1914. Indien ist im großen britischen Kolonialreich das Kronjuwel, voll von exotischem Pomp und Glanz. Widerstand wird mit Gewalt niedergeschlagen. ...1914 kommt ein junger Inder aus Südafrika in seine Heimat zurück. Ein Rechtsanwalt, Mahatma Gandhi. Er hat für den Widerstand eine neue Strategie entwickelt. Gewaltlos will er die Engländer aus dem Land verjagen. Eine Tollkühnheit. Während das ferne alte Europa in Gewalt versinkt, entwickelt Indien Formen von passivem Widerstand gegen die Kolonialherren. Selbst die stolzen Sikh lassen sich von Polizisten prügeln. Am Ende werden die Geprügelten siegen. Südwestafrika, 1914. Die Deutschen haben nur wenige überseeische Besitztümer, sind dafür aber umso stolzer auf ihre Kolonien in Afrika. Der Kaiser träumt von einem weiten Kolonialreich, ähnlich dem britischen. Tropisches Klima, halbnackte Mädchen, Spiele der Herrenrasse. Die Weißen liefern die Zivilisation und die Schwarzen die Exotik. Haya Safari. Die Europäer schießen nicht nur auf Tiere. Die Deutschen haben bereits den ersten Völkermord des Jahrhunderts auf sich geladen, den an den Hereros 1905. Die Sozialdemokraten im fernen Berliner Reichstag klagen die Verhältnisse ebenso oft wie vergebens an. Die Enteignungen, die Zwangsarbeit, die Nilpferdpeitsche.
Viele Afrikaner werden bald erstaunt sein, in welchem Ausmaß sich ihre zivilisierten weißen Herren gegenseitig umbringen. USA, 1914. Unversehens sind die USA einer der wichtigsten Industriestaaten der Welt geworden. New York ist seine Glitzermetropole. Autoproduktion bei Ford in Detroit. Das Fließband, hier erfunden, nimmt den Arbeitern viel lästige Arbeit ab, macht den Menschen aber auch zu einem Teil der Maschine. Ford macht seine Arbeiter zu Kunden von Ford. Bei Ford soll man so viel verdienen, dass man sich einen Wagen von Ford leisten kann. Dieses Unternehmensprinzip ist neu. Berlin, 30. Juli 1914. Die Wache zieht auf. Noch sieht alles aus wie immer. Doch die Menschen wissen jetzt Bescheid. Auf dem Balkan tobt bereits der Krieg. Und die internationale Spannung wächst beinahe stündlich. In Berlin halten die Militärs eine Begrenzung des Konflikts für unmöglich. Mehr noch, sie wollen den Weltkrieg. Sofort. Sie behaupten, dass er jetzt gerade noch gewonnen werden könne. Später aber nicht mehr. Wilhelm wechselt mit seinen nahen Verwandten, dem englischen König Georg und dem russischen Zaren Nikolaus, besorgte Telegramme. Dear Nicky, dear George, beginnt Wilhelm. Die Monarchen spielen Politik ganz im alten Stil. Halb ist es der Versuch, in das militärische Räderwerk einzugreifen, halb will man seinen Friedenswillen bekunden, wohl auch schon für die Nachwelt. Der Zar ist ganz der Meinung von Dear Willy, für den Frieden müsse man alles tun. Your love, Nicky, dein dich liebender Nicky. Brüssel, 31. Juli 1914. In letzter Stunde die große europäische Demonstration für den Frieden. Die Arbeiter sollen sich nicht gegeneinander in den Tod hetzen lassen. Der französische Sozialistenführer Jean Jaurès spricht hier zum letzten Mal. Drei Tage später wird er in Paris ermordet. London, 1. August 1914. Die britische Regierung hat verschiedene diplomatische Initiativen unternommen, um wenigstens die Unverletzlichkeit der belgischen Neutralität zu sichern. Berlin, 1. August 1914. Der Reichskanzler auf dem Weg ins Schloss zum Kaiser. In der deutschen Gesandtschaft in St. Petersburg liegt bereits eine fertig vorbereitete Kriegserklärung gegen Russland. Wilhelm hat seine wichtigsten Berater zu sich gerufen. Den Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, den preußischen Kriegsminister Erich von Falkenhayn, den Chef des Generalstabs Helmut von Moltke und den Chef des Reichsmarineamtes Admiral von Tirpitz. Vor dem Schloss wartet das Volk. Jubel und Skepsis mischen sich. Drinnen gibt's eine Kontroverse. Moltke will sofort vorgehen, gegen Russland und Frankreich. Tirpitz warnt, man dürfe nicht das Odium des Angreifers auf sich nehmen. Man müsse das deutsche Volk überzeugen, dass man gezwungen werde, in Notwehr zu handeln. Ursache und Wirkung werden auf den Kopf gestellt. Auch in der pathetischen Rede, die der Kaiser jetzt vom Balkon hält und die wenig später als Schallplatte herauskommt. An das deutsche Volk. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Fast überall in Europa marschieren jetzt die Truppen.
England mobilisiert am 3. August seine Armee und stellt Deutschland ein Ultimatum zur Wahrung der belgischen Neutralität. Da ist Deutschland schon in Luxemburg eingefallen und steht an der belgischen Grenze. Frankreich hat am 1. August mobilisiert, spricht aber keine Kriegserklärung aus. Am 3. August erklärt das Deutsche Reich Frankreich den Krieg. Am 4. August fällt Deutschland in Belgien ein. Am 5. August erklärt deshalb England Deutschland den Krieg. Millionen Soldaten ziehen in einen Krieg, über dessen wahre Ursachen die meisten nichts wissen. Es soll ein frischer, fröhlicher Krieg werden, wie der deutsche Kaiser versprochen hat. Der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, das aus den Fugen gerät. Als dieses Jahrhundert begann, da war der Krieg keineswegs unvermeidlich. Das Jahrhundert begann sogar recht verheißungsvoll. Paris, Jahrhundertwende. Die neue Metro, die spektakuläre Weltausstellung. Alles ist vielversprechend. Viele Menschen in Europa hoffen, das neue Jahrhundert werde das Jahrhundert von Wissenschaft, Fortschritt und Demokratie sein. Ein Mensch fliegt über den Ärmelkanal. Alle Träume scheinen erfüllbar. Ganz Paris feiert den Flieger und seinen Aeroplan. Man erforscht die Sterne und die Moleküle. Astronomie, Physik, Chemie, Medizin, Stahlbau. Von überall kommen nur Erfolgsmeldungen. Nun gut, nicht von überall. Eines Morgens steht ein Pariser Schneidermeister auf der ersten Plattform des Eiffelturms, um einen von ihm erfundenen Fallschirm vorzuführen. Berlin, Luna Park. Die Vergnügungen werden immer schneller. Und immer mehr Leute können sich das schnelle Vergnügen leisten. Kinematografie, der bewegte Mensch für 2 Groschen. Und bald das richtige Kino, der Kintop. Das billige Vergnügen der Armen und doch eine schöne neue Welt. L'Opéra, die etablierte Kultur der Bourgeoisie. Nelly Melba, die Berühmte. Und Caruso, der noch Berühmtere. Eine selbstgewisse, in sich ruhende Welt. Monsieur Falière, der französische Präsident, lässt sich malen. Malen lässt sich auch Edward VII., König von England. Akademische Salonmalerei wie aus Honig und Limonade. Die bürgerliche Welt ist, wie sie ist, und sie ist gut und für immer. Der Zweifel Europas an sich selbst zeigt sich anderswo. Zuerst in der modernen Kunst. Auguste Rodin vor seinem Haus in Meudon. Ein zorniger alter Rebell. André Gide im Jardin de Luxembourg. Ein nachdenklicher junger Autor. Eine neue Epoche scheint zu beginnen, das Althergebrachte zerbricht. Auf dem Montmartre zerlegen die Maler die Formen, setzen die Farben anders. Wie erfasst das Bild die Wirklichkeit? Picasso, Klee und Braque gehen ganz neue Wege. Maler, Stravinsky und Schönberg zerbrechen die Tonalität der Musik. Das ist der alte Renoir, ein sanfter Rebell, der mit gichtigen Händen immer noch malt. Überall liest und diskutiert man jetzt die Schriften eines jungen Wiener Nervenarztes, Dr. Freud. Alles wird fraglich, alles wird bezweifelt. Und Monets Seerosen sind vielleicht nur noch Farbkleckse. Die große geistige Spannung entspricht den sozialen Spannungen. Eine Volksküche für die Speisung der Armen in Paris. Die Bilder gleichen sich in allen großen europäischen Städten. Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit.
Die feine Welt veranstaltet sentimentale Wohltätigkeitsbasare. Kinder sammeln auf silbernen Tabletts Almosen für die armen Bedürftigen. Doch schon setzt die Idee sich durch, alle Ungleichheit sei naturgegeben. Im Kampf ums Dasein setzen sich eben nur die Tüchtigen durch. Die Reichen finden, dass die Armen, die Minderwertigen, zu viele Kinder kriegen. Das schwächt auf Dauer, wie sie fürchten, die ganze Rasse. Berlin steht Paris oder London kaum nach. Und doch sind die Deutschen, wie viele klagen, nur eine Macht zweiten Ranges, wären sie doch eigentlich ein Herrenvolk seien. Bei Krupp in Essen arbeiten 70.000 Menschen, im 10-Stunden-Tag, sechsmal in der Woche. Bei Stahl und Kohle liegt Deutschland in der Welt ganz vorn. Die deutschen Arbeiter, überwiegend sozialdemokratisch, sind vor Großmachtträumen nicht gefeit. Sie lassen sich sehr wohl für die Nation begeistern. Politische Demonstrationen am 1. Mai selbstverständlich, aber sie feiern auch Kaisers Geburtstag oder den Tag der deutschen Flotte. Politisch gerät das wilhelminische Deutschland zunehmend in eine Sackgasse. Die sozialen Probleme bleiben ungelöst. Die Außenpolitik wird von der kaiserlichen Wahnvorstellung bestimmt, Deutschland sei eingekreist, von Feinden umzingelt. Seit der Kaiser Bismarck entließ, um die Politik des Reiches alleine zu leiten, erscheint der Krieg immer häufiger als möglicher Ausweg. Das Wettrüsten beginnt. Denn eines meint Wilhelm genau zu wissen: England ist heimtückisch, das perfide Albion. Deutschland besitzt zwar bereits die größte Landstreitkraft der Welt, aber für wirklich große Politik, für Weltpolitik im Stile Englands, braucht man eine starke Kriegsflotte. Tirpitz plant den Bau von 60 neuen Kriegsschiffen. Nur die Tüchtigsten überleben im Kampf ums Dasein, glaubt Wilhelm. Und dies gelte auch für die Völker. Man kann eben nur Hammer sein oder Amboss. Seit längerem schon planen die deutschen Militärs den Krieg als Entscheidungsschlacht um eine neue Verteilung der Erde. Einstweilen kleidet Wilhelm seine Söhne und Enkel schon mal in der Art von Matrosen und kreiert damit eine verbindliche Mode für Millionen deutscher Jungen. Eines Tages sollen diese Jungen England beerben. Wilhelms Cousin, der englische König Georg V., wird 1911 zum Kaiser von Indien gekrönt, wie zuvor seine und Wilhelms gemeinsame Großmutter, die Queen Victoria. England zu beerben, das dürfte schwierig werden. 4 Tage vor Kriegsbeginn schreibt Moltke, die gegenseitige Selbstzerfleischung werde die europäische Kultur zwar auf Jahrzehnte hinaus vernichten, doch er sehe keine Wahl als den Sturz ins Ungewisse. Dieser Sturz beginnt im August 1914. Am 1. August ist Rainer Maria Rilke für ein paar Tage nach München gekommen. Rilke ist in Böhmen geboren, besitzt einen österreichischen Pass, lebt in Paris, schreibt Deutsch. Jetzt kann er nicht mehr nach Paris zurück. Frankreich ist Feindesland. Rilke weiß nicht, was das sein soll, Nationalitätenhass. Während Deutschland im Nationalismus ertrinkt, notiert er: Kann's denn keiner hindern und aufhalten? Warum gibt's nicht ein paar, 3, 5, 10, die zusammenstehen und auf den Plätzen schreien, genug? Und erschossen werden und wenigstens ihr Leben dafür gegeben haben, dass es genug sei. Kaum einer hat eine Vorstellung von der Tragödie, die jetzt auf den Schlachtfeldern beginnt. Das Massensterben ist mit keinem früheren Krieg vergleichbar. Fast 10 Millionen Soldaten werden sterben. Das Wettrüsten vor 1900 hat riesige Kriegsmaschinerien hervorgebracht. Der Krieg hat sich industrialisiert. Es gibt neue Kampftechniken und neue Waffen. Riesige Industrien produzieren ständig Nachschub. Der als Blitzkrieg konzipierte Feldzug im Westen bleibt nach wenigen Wochen stecken. Millionen Männer legen sich jetzt den Schützengräben gegenüber. Stellungskrieg, Materialschlacht. Mit Millionen Granaten bereitet man den Angriff vor. Dann der Sturm, ein paar hundert Meter Geländegewinn, Tausende von Toten. Später der Gegenangriff.
Viele Männer werden für immer verstört, geisteskrank. Der Krieg als Vater aller Neurosen. Deutsche Soldaten mit Gasmasken verschießen tödliches Giftgas. Alles, was tötet und vielleicht noch besser tötet, wird eingesetzt. Das Flugzeug, gerade erst so stolz erfunden, dient jetzt dem Krieg. Dann die Panzer. Findet im Krieg die nationale Wiedergeburt statt, die der Kaiser sich und den Deutschen 1914 versprach? Manchmal besucht Wilhelm II. Die Truppe. Begreift er schon, dass der Krieg ein ganz untaugliches Mittel ist, das morsche System zu retten, das seinen Namen trägt? Dass es im Gegenteil durch den Krieg hinweggefegt werden wird? Er begreift es noch nicht. Er ist nicht sehr klug. Und von seinen eigenen Militärs wird er dauernd belogen. In den Erfahrungen des Krieges liegt bereits der Keim für die Konflikte der Nachkriegszeit. Deutlich wird auch an einem jungen Mann aus Österreich, dem der Krieg 1914 in aussichtsloser Lage geraten kam. Er meldete sich in München sofort freiwillig. Jetzt ist er Meldegänger im Infanterieregiment List. Adolf Hitler. Die Kriegsjahre waren für mich die unvergessliche und größte Zeit meines irdischen Lebens. Ich begriff, dass das Leben ein dauernder, grausamer Kampf ist. Der Krieg wird gesehen als eine übernatürliche Urgewalt, grausam wie das Leben selbst. Aus der Kameradschaft der Schützengräben, so träumen Hitler und viele andere, soll eine neue Gesellschaftsordnung entstehen, einschließlich der Prinzipien von Führung und Gehorsam. Materialschlacht, Heimatfront. Laufend entstehen neue Wörter. Inmitten von Todesmeldungen, Rationierung, Hunger, Schlange stehen, Schwarzmarkt, werden die Menschen von einer schleichenden Traumatisierung erfasst. Eine Generation, die draußen auf den Schlachtfeldern verblutet, Frauen ohne Männer, Frauen, die Granaten drehen müssen, Kinder ohne Väter und inmitten eines wirren Patriotismus. Man wird dieses Trauma niemals wirklich verarbeiten. Die Kinder sind dem offiziellen Hurra-Patriotismus ausgeliefert. Der Heldentod gilt als die Erfüllung Männlichkeit. In einem Augsburger Gymnasium muss der Schüler Berthold Eugen Brecht genau darüber einen Aufsatz schreiben. Dulce et decorum est pro patria mori. Süß und ehrenvoll ist's, fürs Vaterland zu sterben. Der 16-jährige Brecht provoziert einen Schulskandal. Der Ausspruch kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied vom Leben fällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden. Wien, 21. November 1916. Mitten im Krieg stirbt der alte Franz Josef, Kaiser von Österreich seit 68 Jahren. Er hatte glänzende Zeiten. Aber jetzt, während man ihn zu Grabe trägt, hungert in Wien das Volk. Und die Reimereien vom Sommer 1914 sind längst verstummt, als man rief, Serbien muss sterben, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit. Krieg auch auf hoher See. Der Krieg ist auch ein Wirtschafts- und Handelskrieg. Als erstes hat er das internationale System zerstört. Um Deutschland liegt ein Blockadering. Die britische Überlegenheit ist von der deutschen Kriegsmarine nicht zu brechen, die Blockade nicht zu sprengen. Deutschland geht deshalb mehr und mehr zum unbegrenzten U-Boot-Krieg über.
Feindliche Kriegsschiffe, aber auch Handels- und sogar Passagierschiffe werden ohne Vorwarnung angegriffen und versenkt. Etwa jedes dritte englische Schiff sinkt auf den Meeresgrund. Tausende von zivilen Passagieren sterben. So eklatant wurde das Völkerrecht noch nie verletzt. Washington, 6. April 1917. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson beschließt, in den europäischen Krieg einzugreifen. Die amerikanische Bevölkerung ist über den deutschen U-Boot-Krieg empört. Und Wilson will dem Krieg die entscheidende Wende geben, zugunsten Englands. Wilson hatte den Europäern noch 1916 vorgeschlagen, einen Frieden ohne Sieger und Besiegte zu schließen. Das heißt, einfach Schluss zu machen mit einem Krieg, den keine Seite gewinnen konnte. Das wurde von der deutschen Führung abgelehnt. Sie glaubte 1916 noch an einen Siegfrieden, einen Frieden durch Sieg. Jetzt sieht sie sich 300.000 amerikanischen Soldaten gegenüber. Russland, März 1917. Das Volk ist kriegsmüde und hungrig. Und der Zar ein Despot. Ein Sinn ist in seinem Krieg immer weniger zu erkennen. Am 12. März 1917 bricht in St. Petersburg die Revolution aus. Die erste dieses ereignisreichen Jahres, die bürgerliche Revolution. Unter dem Druck seiner eigenen Generalität dankt der Zar am 15. März 1917 ab. Bald darauf kommt mit deutscher Hilfe aus dem Zürcher Exil der Jurist Dr. Wladimir Iljitsch Uljanow nach Petersburg zurück. Ein Berufsrevolutionär, genannt Lenin. Lenin verkündet sein Programm. Es besteht nur aus drei Punkten. Alle Macht den Räten, alles Land den Bauern, Frieden um jeden Preis. Im November stürmen Lenins Bolschewiki den Winterpalast, wo die provisorische Regierung Alexander Kerenskys sitzt, und reißen die Macht an sich. Am Tag danach versammelt sich das Volk auf dem Platz, staunend, aber schweigend. Bald wird ein jahrelanger Bürgerkrieg beginnen. Frieden um jeden Preis? Am 15. Dezember 1917 schließt Lenin mit dem Deutschen Reich einen Waffenstillstand und beginnt mit Friedensverhandlungen. Leo Trotzki wird sie führen. Die Deutschen verlangen maßlose Gebietsabtretungen und Reparationsleistungen. Schließlich besetzen sie Kiew und Trotzki unterzeichnet den Frieden von Brest-Litowsk, den Diktatfrieden. Deutschland besetzt die Ukraine, die Krim und Teile Kaukasiens. Drei Viertel der Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie Russlands kommen in deutsche Hand. Russische Arbeiter schuften für den deutschen Sieg. Westfront, März 1918. Nach Abschluss des Friedens im Osten beginnt die letzte deutsche Offensive im Westen. Sie bleibt bald stecken. Die oberste Heeresleitung unter Hindenburg und Ludendorff bildet de facto längst eine Diktatur und hat den Kaiser zur Marionette gemacht. Ende September 1918 erkennen die Militärs, dass der Untergang unmittelbar bevorsteht. Die deutschen Armeen beginnen sich aufzulösen. Es gibt dabei keinen Verrat, keinen Dolchstoß in den Rücken einer angeblich unbesiegten Armee, wie Hitler und andere später behaupten werden. Die Soldaten gehen einfach nach Hause oder in Gefangenschaft. Ihre militärischen Führer stehlen sich aus der Verantwortung. Die Niederlage soll von einer neuen zivilen Regierung besiegelt werden. Zugleich will man damit die Monarchie retten, eine Revolution von oben. Am 3. Oktober 1918 wird Prinz Max von Baden im Reichstag zum Reichskanzler ernannt. Die SPD unterstützt ihn. Doch der Auflösungsprozess der Monarchie lässt sich nicht mehr stoppen. 9. November 1918. Arbeiter und Soldaten übernehmen die Macht in der Hauptstadt des Deutschen Reiches.
Seit der Meuterei der Matrosen in Kiel vor 5 Tagen ist der Aufstand durchs ganze Land gegangen. Über Berlin und Sachsen bis nach München, wo die Räterepublik ausgerufen wird. Dann die Sensation. Max von Baden verkündet die Abdankung des Kaisers. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert übernimmt die neue provisorische Regierung und Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Und es freut sich, eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören will. Arbeiter und Soldaten. Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Ebert versucht, die Revolution zu stoppen, die Arbeiter- und Soldatenräte zu entmachten. Die alten politischen und militärischen Eliten unterstützen ihn dabei. Aus Resten der Armee werden die Freikorps gebildet, um die Arbeiteraufstände niederzuschlagen. Berlin, Januar 1919. Die Spartakisten um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht fordern die radikale Rätedemokratie. Aus der Sicht Eberts und seiner Regierung ist das ein Aufstand. Er wird niedergeschlagen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden am 15. Januar von Freikorpssoldaten ermordet. Erst im Frühling 1919 gelingt es den Freikorpseinheiten, auch die Münchner Räterepublik zu zerschlagen. Sie ziehen als Sieger in München ein, aber auch als grausame Rächer. Die Aufständischen werden ohne Umstände erschossen. Budapest, November 1918. Auch die Truppen Österreich-Ungarns, die als erste in den Krieg zogen, kehren geschlagen zurück. Die Alliierten haben die Südfront am Piave durchbrochen und die Regierung in Wien hat um Waffenstillstand gebeten, der am 3. November in Kraft tritt. Der Auflösungsprozess, der jetzt beginnt, ähnelt dem, der zur gleichen Zeit in Deutschland abläuft. Karl I., der junge Kaiser, dankt am 11. November, 2 Tage nach Wilhelm, ab und geht ins Exil. Der Vielvölkerstaat zerbricht. Ungarn löst sich aus dem habsburgischen Doppelreich und erklärt sich für unabhängig. In Wien entsteht die Republik Österreich. Die Tschechen verlangen ebenfalls einen eigenen Staat, ebenso die Südslawen. Überall entstehen Arbeiter- und Soldatenräte nach russischem Vorbild. In Ungarn bildet sich, wie in München, die bolschewistische Räterepublik. Sie wird 133 Tage dauern. Béla Kun ist ihr Führer. Dann der Absturz ins Chaos. Krieg um das habsburgische Erbe. Krieg unter Nachbarn, die alle noch vor kurzem Bürger desselben Kaiserreiches waren. Die zerfallende Doppelmonarchie verliert Südtirol an Italien und Siebenbürgen an Rumänien. Auf ihrem alten Territorium entstehen die neuen Staaten Österreich, Ungarn, die Tschechoslowakei und Jugoslawien. Auch im übrigen Europa gibt es Veränderungen. Der polnische Staat, seit 125 Jahren zwischen Deutschland und Russland aufgeteilt, entsteht neu. Die 3 baltischen Staaten lösen sich von Russland. Elsass-Lothringen kommt zu Frankreich. Eine fragile und sehr explosive Nachkriegsordnung. USA, Januar 1919. Die Siegesfeier. Präsident Wilson macht sich auf nach Europa, einen dauerhaften Frieden zu stiften.
Sein 14-Punkte-Programm enthält unter anderem die Forderung nach klar erkennbaren Nationalitätengrenzen, nach Räumung und Rückgabe aller besetzten Gebiete. Der Empfang in Paris, in London und Rom ist triumphal. Die USA haben diesen Krieg gewonnen. Sie sind die neue Weltmacht. Als Eckstein seiner neuen Friedensordnung will Wilson einen Völkerbund gründen. Ein Gremium, in dem künftig alle Konflikte friedlich gelöst werden. Nie wieder Krieg. Versailles, Juni 1919. Friedensverhandlungen. Clemenceau, der französische Ministerpräsident, will den aggressiven deutschen Nachbarn möglichst für immer schwächen. Lloyd George, der britische Regierungschef, versucht zu vermitteln. Er will die deutsche Lebensfähigkeit erhalten, schon im Hinblick auf die bolschewistische Gefahr im Osten. Die Sieger legen schließlich fest, dem Deutschen Reich und seinen Verbündeten wird die alleinige Kriegsschuld auferlegt. Es muss deshalb hohe Reparationsleistungen erbringen. Deutschland verliert im Osten viele Gebiete an das neue Polen, im Westen an Frankreich. Der Anschluss Österreichs wird verboten. Deutschland wird weitgehend entmilitarisiert. Teile des Rheinlands werden besetzt. Vierzehn Jahre später wird Hitler damit beginnen, das Versailler Diktat, wie er es nennt, zu revidieren. Punkt für Punkt und mit Gewalt. Millionen Deutsche, welche die schreckliche Wirklichkeit der Niederlage von 1918 nicht anerkennen wollen, werden ihm dabei zujubeln. Der Untergang des alten Europa begann an jenem 28. Juni 1914 mit dem Attentat von Sarajevo. Hitler wird ihn vollenden.